Hallo und willkommen zurück bei Dark Souls 3. Ja, sie verbeugt sich auch wieder. In der letzten Folge haben wir das Claymore gekriegt und es steht noch eine Feuerverzauberung aus. Und ein kleines Problem gibt es dabei auch noch. Guckt mal. Wir haben die sogenannte Fettroll erreicht. Seht ihr daran, oben beim Gewichtsverhältnis haben wir 72,3%. Wir müssten unter 70% sein, damit wir keine Fettroll mehr haben. Ihr seht, ich habe den Bogen schon abgelegt, damit es ein bisschen weniger ist. Und wir werden jetzt so lange in Belastbarkeit investieren müssen, bis wir die Fettroll wieder weg haben. In der Zwischenzeit können wir erstmal unsere Waffe durchwirken lassen. Ich habe nämlich ein bisschen gefarmt. 2650 brauchen wir, um das Claymore in ein Feuerclaymore zu verwandeln. Pretty, be careful. Feuer aus dem Grund, es sind viele, nicht alle, aber viele Kreaturen in Dark Souls sehr empfindlich, was Feuer betrifft. Speak very well, then taken. So, das heißt, Belastbarkeit, ein Punkt. Ah, hat nicht ganz gereicht. Wo liegen wir jetzt? Bei 71,1. Das heißt, wir werden wahrscheinlich noch einen Punkt investieren müssen. Ah, da steht jemand. Unkindled, are we? And fast on the trail of the Lords absconded? Then these red eyes are for you. Die Borsten der roter Augapfel. Use them to pillage embers and briefly heighten your strength for your duty. What else are unkindled ashes good for? Dieser fromme Herr gibt uns später einen Schlüssel. Jetzt hat er uns erstmal Gegenstände gegeben, die wir brauchen, um eine andere Welt zu invaden. Das heißt, wir dringen in eine andere Welt ein und schlachten dort den Helden ab. Ist also ein PvP-Gegenstand. Manchmal ganz lustig. Gibt es so die eine oder andere fiese Sache, die ich mir da schon mal erlaubt habe. Später mehr dazu. So, wir sind zurück auf der hohen Mauer von Losrik. Und jetzt geht's weiter. Und ich laufe immer in die falsche Richtung auf diesem blöden Turm. Ja komm, beruhig dich. Ihr seht, jetzt verrichten wir Feuerschaden an. Oh. Ja, das wollte ich gerade noch anmerken, passt auf bei Fässern. Das sind nämlich meist. Ja, komm. Gerne mal TNT-Fässer. Ach komm jetzt. Du störst meine Moderation. Tschüss. Und wenn er die natürlich mit dem Feuerschwert haut, dann macht's Bumm. Die sind leicht zu erkennen, die haben einen kleinen Unterschied. Das hier zum Beispiel sind normale Fässer. Ich glaube, da unten waren welche. Ja, diejenigen, die hier so zugeschnürt sind, das sind Explosivfässer. Hier gehen wir noch nicht hin. Wir müssen uns erstmal einen Schlüssel besorgen hierfür. Jetzt gehe ich aber nochmal ans Leuchtfeuer, das war so nicht geplant. Ich brauche meine Estus Fracos. Tödele. Nö.
So nicht, junge Dame. So, Fässer weg. Eieiei, jetzt decken sie mich. Ja, das ist sehr gefährlich. Hab mich jetzt ganz gut gesteckert. Oh, kleine Titanitscherbe. Das heißt, ich kann jetzt meine Waffe wieder aufwerten. Habe ich aber von denen bisher auch noch nie gekriegt. So. Jetzt aber ein schön. Ich weiß, dass ich da ohne Schaden durchkomme. So, machen wir es auf die brave Art und Weise. Da! Wieder? Okay, na gut, das kann ich verschmerzen. Machen wir weiter. So. Batschehändchen hier. Weg mit dir. Kommt da raus? Nee, der bleibt unten. Jetzt kommen wir auch runter. Und wenn wir jetzt schnell einfach weglaufen, dann erwischt uns der Typ da auch nicht. Die machen wir weg. So, und jetzt treffen wir dann auf den nächsten Losrekritter. Hier zwar noch nicht. Na komm. Geschenkt. Untotenjäger-Amulett. Das ist ein Amulett, also das Verwenden von Estus Flacos in PvP-Kämpfen verhindert. Oder aber auch für Mimics gut ist. In welcher Art und Weise sehen wir uns in einer anderen Folge mal an. So, und hier ist jetzt der Lostalkriter. Das ist ein Speerträger. Das fängt genau mit dem Problem an, dass ich hier ständig habe, dass mir alles im Weg ist. So, umrundet. Keine mitgegeben. Warten, bis er aufsteht und den Rest. Und das war's auch schon mit ihm. Eine Seele. Hier bitte aufpassen. Hier ist ein frecher kleiner Kollege drin. Ja, da. Der normalerweise einen Stoßangriff gegen uns dann einleitet, wenn wir unachtsam sind. Breitschwert. Und hier ist auch was. Nämlich eine grüne Blüte. Stopp, kleiner Einwurf hier an der Stelle. Wir haben hier etwas vergessen. Und zwar, wenn wir hier nach oben laufen und in den Gang hinein und von dem Gang dann eine schöne Rolle machen. Nee, nicht. Eine Rolle habe ich gesagt. Hopp. Landen wir hier auf dieser Zwischenebene und hier können wir noch das gerade Astora-Schwert abgreifen. Jo, das war's schon wieder. Mein vergangenes Ich würde euch weiter durch das Gebiet hier leiten. Ciao. Seht ihr die beiden Typen da? Mit denen werden wir jetzt dann auch noch Spaß haben. Und da unten ist eine ganz prekäre Stelle. Da kann es sein, wenn man unachtsam ist, dass man auch gleich mal hops geht. So, ein Wortzi weniger. Ihr seht, hier sind gefährliche Gegner unterwegs.
So, wir gehen da ein bisschen nach oben mit ihm. Perfekt. Der Sprung ist jetzt ein verhängnisvoll geworden, mein Freund. Dann gehen wir gleich mal darüber. Aufpassen, dass er die Kiste nicht kaputt macht. Und ihr seht schon, hier ist noch einer, ein Speerträger und noch einer mit einer Axt. Also das ist nicht ganz ungefährlich hier. Und auch noch ein Hund, der sich versteckt, da unten nämlich. Ein Schild. Wie sieht's aus? Bist du leichter? Nein, du bist schwerer. Da war auch eine nicht mal eine hundertprozentig physische Abwehr. Doch 100% Abwehr schon, aber Angriff. So, wie trennen wir euch beide jetzt? Oh. Das war nix. Dann denken, ich habe ein Feuerschwert. Das könnte böse machen hier. Ah, springen. Sehr schön. So, der ist weg. Jetzt nur noch du. Ausdauer alle. Und weg bist du. Eine Essos-Scherbe, das heißt, wir haben dann 6 Aufladungen bei unserem Essos-Flakon. Gibt es aber noch etwas, das ich haben will? Eine kleine Titanic-Scherbe. Wir werden dann bald den Feuerbahnschreiben wiedersehen, um unsere Waffe aufzuwerten. Und das wichtigste Utensil eigentlich hier, der wichtigste Gegenstand, danke, der Gefängnisschlüssel. So, wir gehen zurück. Ihr könnt jetzt hier nach oben gehen. Wenn ihr Glück habt, erwischt ihr euch nicht. Er hat sich nicht mal verwandelt, so wie es aussieht. Da steht er noch da. Mal. Er hat sich zurückverwandelt. Verwandelt hatte er sich, ich habe es gehört. Und jetzt können wir hier nach unten ins Verlies gehen, wo ich vorhin so böse vermöbelt wurde. So, Rache süß, mein Kleider. Wir haben vorhin von dem Mann gesprochen, von dem wir die 5 geborstenen Augäpfel gekriegt haben. Der hat später einen Schlüssel für uns, womit wir diese Tür hier öffnen können. Die ist zu diesem Zeitpunkt verschlossen. Können wir auch nichts ändern dran. So, hier aufgepasst, der wirft ganz gern mit Bomben. Und das sind Feuerfässer. Was aber dann passiert, das haben wir ja gerade gesehen. Ganz eindrucksvoll. Wurfmesser. Und der da ist mein Held, der kämpft gegen die Mauer. Kettenbrecher, auch eine schöne Waffe. So, und hier treffen wir jetzt einen NPC, einen ganz wichtigen sogar. Ah. You're no jailer, are you? No, no, you're from far away. And judging by the bell,
You must be some of that enkindled ash. Remarkable. If that's true, then I have a favor to ask. Below the high wall is a musty little town, not the home of any lord, just a very old settlement of undead. An old woman, Loretta, lives there. Please, give her this ring. I'm not asking for charity. In fact, if you do this for me, I'll be sure to repay you in kind. I may be a petty thief, but I've more wits than most royalty. What do you say then, huh? Very well. I humbly place my faith in you. I am Grey Rat of the Undead Settlement, and I promise to assist you. Give this ring to old Loretta at the base of the high wall. Do your part and I'll do mine. Wir bekommen von ihm den blauen Tränensteinring. Den sollen wir einer Frau namens Loretta im nächsten Gebiet geben. Werden wir für ihn machen. Denn im Gegenzug dazu wird er für uns ein Händler werden. Und ein ganz nützlicher Händler noch dazu. Und er hat auch eine Storyline, die wir verfolgen können, die eben mit diesem blauen Tränensteinring beginnt und seiner Freilassung hier. So, wir wechseln wieder auf die Estus Bracos. Falsche Richtung, mein Freund. Hätten da unten rausgemusst. Da. Ich glaube, den Gegenstand, ja, die schwarzen Feuerbomben haben wir schon eingesammelt. Das ist eine bessere Version von dem Feuerbomben, die wir jetzt schon haben. Ihr könnt es nicht sehen, mir juckt die ganze Zeit die Nase. Nervig. So. Der weg. Der weg. Wir dürften ein bisschen Krieg gegeben haben bei den ganzen Toten, die hier so rumliegen. So, wir schauen mal, ob wir dem dicken Bube hier Herr werden. Ein schöner Rücken kann natürlich entzücken. Das ist ein Angriff, da solltet ihr auf Abstand gehen. Ich mach's gleich nochmal. Und das ist auch etwas, da solltet ihr schneuernigs am Boden dahin rollen. Das ist ein Angriff mit Strahlen, die seht ihr dann am Boden, wo sie auftauchen, und wenn auch die erwischen, dann tut's weh. Rapier, Geschicklichkeitswaffe. Ich wollte ihn eigentlich hier oben besiegen, damit ihr das ordentlich seht, aber das ist mir jetzt nicht vergönnt gewesen. Das holen wir dann noch nach. Und nicht alles, was herumliegt und tot aussieht, ist auch tot. Haben wir gerade eindrucksvoll gesehen. Die allerdings, die tun nichts mehr. Die haben ihre besten Tage hinter sich. So, wir holen uns hier jetzt einen Ring. Einen ganz besonderen Ring, der hat einen kleinen Vorteil. Und zwar müssen wir hierzu darüber springen. Ich weiß gar nicht, ob sich das jetzt von hier aus ausgeht. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Schauen wir einfach mal. Ja, geht sich aus. Ring der Opferung. Ganz verrückter Ring. Würden wir diesen Ring anlegen,
Keine Verluste bei Tod, aber der Ring bricht. Das heißt, wir würden unsere Seelen nicht verlieren, aber der Ring wäre kaputt. Erhöht Schadensminderung bei geringen DP. Legen wir ihn derweil... Nee, wir legen ihn nicht an. Wozu auch? Das ist ein Ring, der für mich irgendwie keine wirkliche Relevanz hat. Die Seele eines verlassenen Leichnams, das heißt, das ist wieder ein Seelencontainer. Und hier haben wir eine ziemlich prekäre Stelle. Aber bevor wir uns um die kümmern, gehen wir kurz in den Feuerbahnschrein. Da wir gerade hier bei der Abkürzung sind, können wir diese auch gleich nutzen. Jetzt haben wir auch schon ein bisschen mehr drauf. Mehr ganz so prekär hier. Kruder Edelstein. Auch nicht schlecht. So, den Aufzug müssen wir erstmal runterholen. Ja, komm, wir wollen drauf. Wir haben auch schon wieder genug Seelen für ein Level-Up zusammen. Zack! Der ist schon fast tot. Und jetzt ist er tot. So, wir machen kurz den Bogenschützen da weg, der mit Feuerpfeilen auf uns schießt. Hey, und sie lebt noch. Nicht ganz doof gewesen. Springt mir da in den Rücken. Jetzt ist ja nach unten gesprungen. Ja. Oh, jetzt ist er weg. Du auch noch, komm. Wir haben ein bisschen was im Feuerbahnschrein zu erledigen. Zum einen bei André. Wir können unsere Waffe verstärken lassen. Und wir können den Essensfrako auch verstärken lassen. Das heißt, wir haben jetzt 6 Aufladungen. Und hier sieht's Kri-Raid. Oh, hello, you're back. And in one piece. Well, now it's time I do my part. Whatever trinket you need, speak up. Just don't ask me where I got them. Er hat ein paar ganz gute Sachen im Angebot. Zum einen Brandpfeile. Die sind wirklich, wirklich gut. Für später. Und auch ein paar Waffen, wenn ihr etwas davon haben wollt. Ausrüstungstechnisch oder so. Goodbye. Ihr wird später auf Beutezug gehen. Das heißt, er geht stehlen. Und bringt so neue Waren mit. Sobald er zurück ist. So, wir verkaufen ein paar unserer Seelen, damit wir nochmal in Belastbarkeit investieren können. Farewell.
Jetzt sollten wir wieder... Ja, jetzt haben wir wieder die normale Rolle. Da geht auch gleich wieder mehr. So, wir reisen wieder zum Turm auf der Hohen Mauer. Wird langsam zum Running Gag. Aber von dort aus geht's natürlich weiter. Wir sind auch kurz vorm Endboss. Es ist nicht mehr viel. Sind bald dort. Gegner immer schauen, dass ihr sie wirklich besiegt, weil die könnten euch in den Rücken fallen. Dark Souls ist unerbittlich. Immer als Gnade zeigen. Jetzt seht ihr auch, wir haben 6 Frakos. Hose eines Deserteurs kann man verkaufen. Der da unten. Ah, mein Freund, warst du auch noch nie? Ich sehe nichts. Oh, 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 oh. Nee, 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 nee. Jetzt hat man es auch gut gesehen mit den Strahlen. Aber es ist auch eine gute Möglichkeit, um einen Backstep auszuführen. So, den da oben machen wir weg. Der könnte unangenehm werden. Wir brauchen den Platz jetzt hier zum Kämpfen. Oh, Brandbomben. Wir locken den mal an. Na komm, bisschen schneller. Ah, Treppe. Ich habe schon mal erwähnt, das haut nicht so wirklich hin. Oh, Ritterstulpen. Das von seinem Set. Wie ihr seht, ganz so schwer sind sie mit diesem Schwert nicht mehr. Ich will euch nur eines raten. Da oben steht eine verschärfte Version. Lasst ihn stehen. Es bringt euch nicht viel. Den könnt ihr später einfach so mal umhauen. Er hat nicht keinen wirklich besonderen Gegenstand. Er hat nur einen kruden Edelstein, glaube ich, hat er. Und die kriegen wir so auch. Oder gealterter Edelstein. Irgend sowas in der Art war das. Okay, es sind 5 Lostekritter hier. Nicht 4, wie ich in der vorigen Folge angemerkt habe. Eieieiei. Der will es wissen. Ich aber auch. Eine Waffe, Lukerne. So, und was auch immer ihr jetzt auch macht, tötet diese Dame bitte nicht, denn wenn ihr diese Dame tötet, triggert ihr hier einen Boss. Einen Boss, den ihr erst später tatsächlich besiegen könnt. Jetzt unmöglich. Ja, möglich schon, aber... The wait has been long, unkindled one. Für den Anfänger nicht. I am Emma, High Priestess of Lothric Castle. Allow me to speak frankly. You will not find the Lords of Cinder here. They have left, gone, to their churning homes converging at the base of this castle. Head to the bottom of the high wall.
Forge on through the Great Gate and raise this banner to proceed. Ja, sie hat uns ein Banner gegeben, das wir an einer bestimmten Stelle hochhalten sollen. Werden wir dann auch machen. Ja, und da vorne ist dann auch schon die Boss-Arena. Nur ein paar Kleinigkeiten zu beachten hier. Gibt es noch ein bisschen Hinterhalt. Bogenschütze. Ich heil mich nochmal. So, bevor wir den Boss angehen, ein paar Worte über ihn. Der Boss ist ein Vierbeiner, hört auf den Namen Wort vom Nordwindtal und er macht Eisschaden. Das heißt, bei uns baut sich ein Balken auf und wenn dieser Balken voll ist, kriegen wir extra Damage, bewegen uns langsamer und das ist so ziemlich der Tod hier. Es gibt eine Möglichkeit, einen NPC mitzunehmen. Den kennen wir auch, das ist der Schwertmeister. Der kann uns helfen, ist gar nicht mal schlecht, aber bedenkt eines, wenn ihr euch NPC-Hilfe mitnehmt, dann hat der Boss auch mehr Lebensenergie. Das heißt, er hat sowohl einen Vor- als auch einen Nachteil, wenn er den mitnimmt. Als Anfänger nehmen wir ihn natürlich mit. Kann ein bisschen ist zumindest mir jetzt dienlich, wenn ich den Boss erklären muss bei Learning by Doing. Dann geht's los. Und wir Wort. Ich heil mich nochmal auf. Auftritt Wort. Im Grunde ist er nicht schwer zu besiegen. Haltet das Schild hoch. Schaut, dass er hinter ihm kommt. Ihr seht es schon, baut sich der Eisbalken auf. Und sobald er auf den Schwertmeister geht, hauen wir hinten drauf. Und schaut mal, was wir an Schaden anrichten. Ist schon fast nicht mehr normal. So, jetzt müsste er gleich in die zweite Phase übergehen. Ja. Da wird er ein bisschen aggressiver. Komm, mach es. Nicht das. Ja, jetzt macht das. Einen Stoßangriff. Einfach wegrollen, wenn er auf euch zukommt. Oder Schild hoch. Geht auch. Jetzt muss ich aufpassen, weil mein Balken ist gleich voll. Gibt es extra Damage. Aber, naja. Das war's schon. Aber trotzdem noch auf ihren abgekriegt. Wir bekommen die Seele von Wort vom Nordwindtal. Und es macht sich, was hast du für ein Problem, ein neues Leuchtfeuer hier breit. Das ist so ziemlich der Abschluss des Gebiets. Die Seele von Wort, die haben wir hier im Inventar. Die kann man verwenden, kriegt dann ordentlich Seelen. Würde ich aber nicht machen, denn wir werden später ein Item kriegen, wo wir diese Seelen gegen Waffen eintauschen können.
und diese Waffen haben es in sich. Also bitte nicht verwenden, immer erst schauen, was er für die Seele kriegt. Und ich sag schon mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir winken noch einmal zum Abschied und sagen ciao.